Wie geht es dir? Ich bin okay. So, mal gucken, was Ray sagt. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du auch zu den Outlaws gehörst? Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. Ja. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. Sehr schön. Alles noch dran? So gerade noch. So, mal sehen, was der Berserkerfreund von sich gibt. Der kriegt wahrscheinlich einen Schreikrampf. Offenbar hast du deine große Wahl getroffen. Obwohl ich sagen muss, dass es mich nicht überrascht. Okay. Die Outlaws scheinen für Kerle wie dich genau das Richtige zu sein. Okay. Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so. Dann werden wir siegreich sein. Du trägst deine Waffen mit Stolz und folgst dem Ruf des Kriegers. Aller Ehren wert. Nur weiter so. Hm, naja. Er hasst uns zum Beispiel schon mal nicht. Das ist gut. Sag mal, kannst du mir was beibringen? Bring mir etwas bei. Alles klar. Sechster Sinn. Find auf der Minimap. Ja, nee. Extra Lebenspunkte haben wir schon. Ausdauer wäre auch nicht schlecht. Geht aber auch noch nicht. Ah, ist bestimmt bei Jonesy. Wo immer der sich auch rumtreibt. Das sieht sehr Jonesy-mäßig aus. Bring mir etwas bei. Natürlich. Fernkampf. Stimmt, das hatte ich beim letzten Mal schon. Ich kann Fernkampf nicht auf 2 heben. Warum? Ach, stimmt ja. Das, ich erinnere mich. Wir haben zwar die passende Power dafür, sag ich mal, aber das liegt an unserer Ausrüstung. Das liegt an unserer Ausrüstung. Musstest du dich eigentlich unbedingt einer Fraktion der freien Menschen anschließen? Ja. Was hätte ich deiner Meinung nach Besseres tun sollen? Ich will meine alte Stärke zurück. Hm. Vielleicht hast du recht. Egal. Ich dachte, ich frag mal. Komm mit. Mitkommen. Okay. Stimmt. Das hatte ich ganz verdrängt. Dann kaufe ich nochmal Granaten und dann gucken wir, ob das so was wird. Mit Arc sollte das eigentlich passen. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ich bin mal weg. Wir sehen uns später. Jo, viel Spaß. Wenn er sagt, er muss mal weg, dann geht das. Kann ich eigentlich... Geistersinne benutzen? Nee. Kann ich nicht. Wir haben doch eine Werkbank. Könnte ich gegebenenfalls die Knarre sockeln? Wo haben wir das Ding eigentlich hingepackt? Das müsste auch irgendwo gewesen sein. Da vorne, ne? Hm. Hier war sie. Die Werkbank. Den Adjutor, den kann ich nicht... auch nicht upgraden. Das stelle ich immer wieder fest. So. Achso, die Waffe habe ich ausgerüstet, deswegen...
Oder auch nicht. Plasmagewehr ist das gewesen. Gut, denn Handgranate. Quickslot zuweisen auf die 3. Speichern. Weil nicht, dass ich da irgendwie was. Da kann ich das Ding nicht mehr benutzen. Plasmagewehr. Die Frage, kann ich das danach noch usen? Moment. Schaden plus 19. Brauche ich aber eine Geschicklichkeit von 60 für. Das heißt, die kann ich nicht mehr benutzen dann. Nein. Also Sockeln. Keine Sockel. Doof. Ausschlachten. Wie ist es mit den Steinen? Davon haben wir einen. Gut. Bis demnächst. Jojo, bis zum nächsten Mal. Wir können doch im Lager sicherlich noch was kaufen. Wir haben jetzt ein paar Splitter noch. Ich muss es ja nicht übertreiben, aber ich hätte das so nach und nach gerne auch auf Max quasi. Ja, moin. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Bergbank Berserker. Technische Einrichtung. Wechselt das durch? Ich muss mal gucken. Wechselt das durch? Weil mich das nicht gut raushaue. Kein Problem. Technisch. Ist ein wenig schicker geworden. Ist die Frage? Ich möchte. Kein Problem. Ah, okay, das wechselt tatsächlich durch. Hm, früher war alles besser. Das andere war ja so praktisch. Manche Typen reißen das Maul zu weit. Jetzt ist es technisch. Also je nach Fraktion wahrscheinlich dann. Was gefällt mir doch ganz gut. Ein guter Ort für einen Stützpunkt. Ein wenig mehr modern. Mit einer modernen Küche, ich werde weich. Mit dem E-Herd. Tresor ist geblieben. Aquarium ist auch geblieben. Puzzle ist natürlich auch. Gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Abgesehen von, naja. Wir könnten nochmal die andere Sache uns mal angucken. Ich habe ja gespeichert. Lade ich nochmal. Denn. Sag mal, hier war vorher ein Dixie und so, ne? Haben wir jetzt hier. Hoppala. Haben wir jetzt hier irgendwo ein Klo? Ich frage da mal ganz vorsichtig. Nee, wir haben keinen Scheißhaus mehr. Ups. Das ist jedenfalls nicht so verseucht und so. So dreckverseucht. 100 Tage in Abessa. Also, wir sind jetzt in Abessa, aber 100 Tage schon im Spiel verbracht, in-game. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Natürliche Einrichtung. Das ist dann Berserker-mäßig. Gehe ich mal von aus. Jo. Also quasi
So Mittelalterstil. Die praktische war natürlich auch nicht verkehrt. Das ist so ein bisschen auflodern. Würde uns jetzt so, sag ich mal, von der Fraktion her sehr gut stehen. Aber ich glaube... Ein guter Ort für einen Stützpunkt. Also ich bleibe bei dem Mittelalter-Setting hier. Es ist ein bisschen aufgeräumter, sag ich mal. Ja, die Betten sind immer noch, naja. Das Technikding war auch nicht verkehrt, aber das hier gefällt mir doch bis jetzt am besten. Ja, wir bleiben bei dem Mittelalter-Setting. Quasi die Burg wieder in Stand gesetzt. Das speichere ich auch direkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass sich das irgendwie mischt, aber... Hoppala. Das ist in Ordnung. Ich teste das mit den Werkbänken nochmal aus. Also ich speichere extra nochmal. Also mit F8. Zack, erledigt. 3000 durch den Kamin geschossen. Für eine neue Möbel. Aber, ich möchte mal gerne wissen... Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Ob sie die Werkbank tatsächlich auch austauscht oder ob sie die einfach nur, ich sag mal, irgendwo anders noch hinsetzt. Ich glaube, sie hat sie nur ausgetauscht, ne? Gucken wir mal. Ja, sie hat sie nur ausgetauscht. Oder? Ach nee. Steht eine zweite. Ja, dann lassen wir das doch mal so. Das ist in Ordnung. Unser Geldvorrat schwindet. Naja, 4-2. Passt schon. Dann questtechnisch ab nach Tavar. Auf zum Konverter. Konverter. Ich muss noch was trinken. Moment. Ich quatsche mich schon eine gute Stunde, ohne da zwischendurch mal mir einen Schluck zu genehmigen. Das ist dann sonst schlecht für die Stimme. Ich habe zwei aktuell frei, aber... naja. Ich muss dann Montag wieder arbeiten. Das sind jetzt 3 Tage. Bis dato ungefähr. 3-4 Tage. Ja, 3. 3,5. Es regnet doch gar nicht, oder... Was ist das jetzt? Ach, das ist ein Sandsturm. Ich frage mich, wofür die Menschen so etwas gebaut haben. Ein Haus ohne Wände macht keinen Sinn. Hä? Ach so, die Tanke. Den machen wir Platz. Ja, ich bitte drum. Schade, dass ich die nicht von der Klippe schießen kann. Oh, sehr schön. Arx, seine schwere Waffe macht mich auch ordentlich Aua. Wenn er dann mal trifft. Wo schießt er hin? Ist tot, ne? Sehr schön. Also beim nächsten Level Up, wann immer der auch ist, gucken mal gerade. Oh ja, das dauert noch ein bisschen. Es sei denn, wir machen jetzt die Kackviecher hier relativ gut tot. Die Zyklopen. Könnte sein, dass die nur ein bisschen Erfahrung bringen. Die Quest auf jeden Fall, wenn wir die für Bob erledigt haben. Ich probiere erstmal den hier oben. Weil den müssen wir auf jeden Fall loswerden. Um an
Schock. Um an die Geschichte hier ranzukommen, sag ich mal. Oh, da steht ja aber jetzt. Oh, das sind Kleriker. Das war vorher aber nicht der Fall, ne? Hm. Wollen wir die mal machen lassen? Aber. Gucken wir mal. Da drüben! Jo. Oh, er hat sie platt gemacht, ne? Ja, das geht besser zu zweit. Vor allem der Feuerschaden von Arks Knarre, der macht auch so einiges. Der macht noch Schaden über Zeit. Ich versuche mal nicht so viel Granaten zu verschwenden, da Arx doch auch einiges ausrichtet. Ich bin relativ gelassen, merke ich gerade, dafür, dass so ein fetter Gegner vor mir steht. Hoppala, das hätte etwas höher sitzen können. Der weiß anscheinend gerade nicht, wo er hin soll, ne? Was war es gleich wieder? Und irgendwas anderes haben wir gerade noch angedotzt. Oder es war Schatten. Hier dahinter rennt noch irgendwo. Genau. Da rennt noch ein Skixgruppen. Rannte wahrscheinlich gleich. Ja. Sehr schön. Also. Macht der Gewohnheit. Das habe ich bei Gothic auch immer das Problem gehabt, dass ich die eine Waffe wegstecken wollte und die andere eingesammelt habe. So, ein Haufen toter Kleriker. Zwei, um genau zu sein. Naja. Dann. Sprengladung. Das sollte nicht allzu lange dauern. Nö, sehe ich auch so. Erledigt. Gut. Dann kurz speichern. Dann holen wir uns mal noch den zweiten Zyklopen und das Zeug, was da unten in der Grube liegt. Wir gehen mal eins tiefer. 14 Granaten noch, ne. Da drüben! Jo. Darfst drauf schießen. Arx, was machst du denn? Aua, was frage ich eigentlich? Da drüben. Ja, dann mach bitte auch. Bevor der mich vergulascht. Magst du das? Genau. So. Ja, keine Granaten mehr. 40 Granaten, die durch den Auspuff geraucht, ey. Aber so geht das. Auch ohne Granaten. Aber ich war vorhin zu weit weg, kann das sein? Jetzt nimmt er durch meine Knarre mehr Schaden. Es ist ein wenig laut, verzeiht. Das könnte auch eine Arx-Waffe sein. Oh, 400 EP sind nicht schlecht. Nee, es war sogar ein Outlaw. Es sah von oben aus wie ein Kleriker. Sau. Eisenherz. Okay.
Ilex. Das sollte alles gewesen sein. Gut. Dann schauen wir uns mal die letzte Station an. Bevor ich mich dahin seppe, speichere ich nochmal. Und weiß ja nie, was auf der anderen Seite ist.